Die Laufanalyse beginnt mit einem Aufklärungsgespräch und nach diesem Gespräch geht es auch schon ans Laufband und dort werden einem als erstes Marken geklebt, um markante Punkte am Körper zu markieren, um dann diese besser auf dem Video erkennen zu können. Am Anfang joggt man natürlich erstmal ganz locker, so wie man persönlich auch sich wohlfühlt und denkt, dass man jetzt laufen sollte, und man versucht einfach erstmal so zu laufen, wie man das immer tut. Das aufgezeichnete Video zunächst mit dem Trainer ausgewertet und dann eben genau geguckt, was ist jetzt hier passiert, wo können wir erste Fehler sehen, und es wird gemeinsam darüber gesprochen, wie das Laufverhalten aussieht, und genau, es werden eben wichtige Punkte dabei genau diskutiert, zum Beispiel eben der Aufsatzpunkt des Fußes, die Körperstreckung, der Kniehub und all diese Dinge. Aus verschiedenen Perspektiven können somit Fehler genau festgestellt werden und der Trainer kann eben Vorschläge machen, wie im Training dann genau da dagegen gearbeitet werden kann, also welche Übungen können jetzt für welche Fehler genau herausgesucht werden und dann eben individuell in den Trainingsplan eingebaut werden. Und das Gute ist dabei, man hat hier wirklich geschulte Trainer an der Hand, die einem wirklich dann auch sagen, das ist der Fehler und wir können jetzt die und die Dinge tun, um dem Ganzen einfach entgegenzuarbeiten. Ja, und nach der Theorie folgt wieder die Praxis, dann heißt es wieder aufs Laufband und jetzt wird schon mal versucht, nach diesem ersten Feedback quasi ein paar von diesen Fehlern bewusst zu vermeiden oder entgegenzusteuern. Und das ist quasi der erste Schritt, der stattfindet. Das heißt, hier findet ein Art Live-Coaching statt. Das heißt, der Trainer sagt einem, während man auf dem Laufband ist, was man jetzt gezielt anders machen soll, wie man versuchen soll, mit bestimmten Bewegungsabläufen da schon gleich nach der Analyse wirklich da entgegenzuarbeiten, um dann eben auch in den nächsten Wochen eben gezielt an seiner eigenen Technik arbeiten zu können. Für mich selber war ein Aha-Effekt da. Ich hatte immer beim Joggen ein bisschen Probleme mit dem rechten Knie und ich habe mich immer gefragt, warum ich dort Schmerzen habe, und auf dem Laufband hat sich dann schnell gezeigt, dass mein Knie nach innen dreht und dass die Hüfte ein bisschen mit einknickt und das einfach die Ursache ist, dass das im Knie einfach wehtut. Und genau, und jetzt versuche ich halt gezielt durch bestimmte Übungen, die wir rausgesucht haben, dem entgegenzuarbeiten, und ich muss sagen, jetzt schon nach 3 Wochen Training kann ich wirklich ganz ehrlich sagen, dass ich mittlerweile wieder schmerzfrei bin. Das heißt, ich kann auch 3 oder mehr Kilometer wieder joggen, ohne dass ich hinterher Knieschmerzen habe. Einfach weil ich versuche, gezielt eben gegen diesen Fehler zu arbeiten, indem ich bestimmte Übungen eben mache und auch immer an meine Lauftechnik denke und auch daran arbeite. Ja, auch für mich als erfahrener Leichtathlet mit über 20 Jahren Erfahrung ist es trotzdem wichtig, immer wieder jemanden zu haben, der außen steht und einem einfach sagt, du, mir fallen die und die Fehler ganz augenscheinlich auf. Und wenn man das dann noch auf einem Video selber gezeigt bekommt, verdeutlicht sich das natürlich noch viel mehr und man kann selber versuchen, diesen Fehler eben auch wirklich zu vermeiden oder eben da ganz gezielt an sich zu arbeiten, um eben dieses Fehlerbild herauszubekommen. Und da muss ich wirklich sagen, hat mir schon die erste Stunde sehr viel gebracht. Und diese Laufanalyse besteht ja eben aus mehreren Stunden mit Pausen dazwischen, wo man dann eben versuchen kann, durch gezielte Übungen eben da an sich persönlich zu arbeiten. Ja, auch wieder unter Anleitung mit dem Trainer oder mit gezielten Trainingsplänen. Und dann wird eben in regelmäßigen Abständen immer wieder geschaut, wie hat sich das Ganze verändert und was ist jetzt das Endresultat. Auch ein gezieltes Stretching-Programm soll mir helfen, meine persönliche Beweglichkeit zu verbessern und damit eben auch die Koordination beim Laufen und überhaupt die Gesamtkoordination zu verbessern. Und ja, es ist manchmal so, man vernachlässigt ein bisschen das Stretching, aber es gibt hier in dem Fitnessstudio eben sehr viele Hilfsmittel, die man dafür nutzen kann, die einem da wirklich gezielt an bestimmten Bewegungsabläufen arbeiten lassen. Und ich muss sagen, also das merke ich auch, dass meine Beweglichkeit extrem wichtig ist, und wenn man da nicht aufpasst, geht die halt auch zurück, und die Beweglichkeit ist auch wirklich sehr wichtig, um eine gesunde Lauftechnik umsetzen zu können. Dabei hat mir besonders auch das Visuelle geholfen, dass ich mich selber auf dem Laufband sehe und dass wir das wirklich im Gespräch zusammen ausgewertet haben und über diese Dinge gezielt sprechen. Und
Ich finde es auch sehr gut, dass die Trainer auch versuchen, Aufklärungsarbeit zu leisten, um einen auch das klar zu machen, warum es eben wichtig ist, an diesen Fehlerbildern ganz gezielt eben zu arbeiten. Mein Fazit zur Laufanalyse, ich kann es echt nur empfehlen. Für mich ist es persönlich sehr wertvoll gewesen, das zu machen, und ich kenne es aus dem Leichtathletiktraining noch von früher, da hat es mir auch immer viel gebracht, wenn wir wirklich uns viel über die Lauftechnik unterhalten haben, und Technik ist am Ende wirklich sehr wichtig, weil sie einfach dafür sorgt, dass man eben auch gesund läuft und gesund joggt, und ich denke, das sollte einem diese Gesundheit auch einfach wert sein, dass man sich da eben keine groben Fehler in sein Laufverhalten mit manifestiert und wirklich versucht, diese Fehler einfach rauszunehmen, um einfach lange und gesund joggen zu können. Auch, dass das Individuelle an dieser Stunde ist extrem wichtig. Also das heißt, der Trainer nimmt sich dann wirklich nur Zeit für einen, einfach um wirklich an einem persönlich arbeiten zu können, einem genau sagen zu können, pass auf, das und das machst du jetzt hier falsch, wir gucken uns das gleich an, dass es besser wird. Also man hat die ganze Zeit die Aufmerksamkeit von dem Trainer, und das ist wirklich sehr, sehr viel wert und macht diese Stunde unglaublich effektiv. Ich denke, ihr solltet einmal drüber nachdenken, euch so einen individuellen Termin zu holen. Vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, euch sowas mal schenken zu lassen in Form von einem Gutschein oder so. Ich kann es euch nur empfehlen. Es hat mir persönlich viel gebracht und es hat auch meiner persönlichen Motivation sehr viel geholfen, einfach wieder vernünftig an meiner Lauftechnik zu arbeiten.